Moin. Wir haben mal wieder ein Elan-Spiel zu kommentieren hier zwischen Vielhalber und Nicklif. Und Yolo ist auch dabei. Moin. Vielhalber hat Angmar gepickt. Nicklif bekommt. Bekommt Harad. Boah, sehr schön. Geil. Auf der Karte Grünwald. Schauen wir mal, was hier für Starts gepullt werden. Beides sehr vielseitige Völker. Vielen verschiedenen Strategien. Mhm. Ich denke mal, wahrscheinlich sind so Harad, Angmar und Nebelbär so die drei vielfältigsten Völkern, was so verschiedene Einheiten, verschiedenen so Stärken und so angeht. Ja, das sind ganz viele Optionen. Wölfe, Zuchtmeister, Grabnolle bei Angmar. Hexenmeister. Ja, Hexenmeister, eben. Harad hat auch einiges. Standardeinheiten. Korsan. Ja. Und Reiter, Monster, genau. Reiter. Mhm. Geht hier mit beiden Butts links, ist er unterwegs, nimmt sich die freien Siedlungen. Eine gute Nicklif. Mhm. Ja, macht er wieder sein Nicklif schon Opening mit beiden Butts rüber, scheinbar. Mhm. Ein All-In hier, richtig. Man, natürlich, die Haradrim hat ja ihre Formation, dass sie schneller sind und dafür weniger Rüstung haben. Damit kann man natürlich dann Butts chasen, einzelne. Eben, da ist es, ja, aber dadurch auf offensives Potenzial. Ja. Auch wieder eine Raid eingesetzt oder plündern, wodurch man diese Sklaven bekommt. Eben. Ja, jetzt kämpft er am Obelisk, aber hat trotzdem mal zwei Butts. Das wird der Gewinn, auch wenn er nicht so effizient ist, der Fight. Weil mein Spion noch dabei ist. Mhm. Ja. Würde sich vielleicht langsamer zurückziehen. Gleich mit der Speed-Formation kann er eben wieder, wie du gerade schon gesagt hast, hinterher und die letzten Orks killen oder lässt sie einfach direkt im Kampf sterben. Ja, den Kampf sollte Vielhalber natürlich auch überhaupt nicht nehmen. Nee, das war's. Wenn er mit nicht hingeschaut hat oder aber zwei Platz, ein Platz gegen zwei. Das ist klar, dann ist das selten. Nicht gewinnt. Ja. Obelisk hin oder her. Eben, Spion hat ihn auch noch dabei. Dann Bad Piken gebaut von Nicklif nach dem ersten Schwerterbad auch. Das sieht das so auch noch unten hin. Wird er jetzt echt mit 3 Bats vielleicht mal richtig Druck machen, oder was? Ja. Interessant. Ich mag diese All-Ins echt. Ja. Ja, weiß nicht. Ich glaube, auch wieder beim Creep ein bisschen nicht perfekt gemacht. Wieder nicht Level 2 geworden. Nee, sind auch irgendwie viel gestorben. Eben, sind nicht viele übrig. Tauchten ist dabei, aber das gewinnt er auch auf gar keinen Fall. Ja. Tut er wieder ordentlich weh. Für viel habt ihr wahrscheinlich alles verlieren. Ja, und dann kann er natürlich auch hier alles chasen mit den schnellen Truppen. Ja, hat er gerade nicht an die Formation, aber könnte er jetzt noch anmachen und sich den Drauchling holen. Ja. Da, der einfach mit dem Spion. Nee, ist noch nicht tot jetzt. Nicht. Ja, Spion, wenn er dran ist, dann kriegt er den. Ja, jetzt hat er die Speed-Formation an. Ja. Okay, kommt durch, aber Spion ist dran. Ah, doch, der Spion ist dran. Ah, geht mal wieder weg, okay. Möchte ich den letzten Hit nicht machen. Machen es echt spannend, ja? Ja. Mein Hin und Her. Totem wird gesetzt. Als hat er nicht nur einen Truppenvorteil, sondern noch einen guten Buff. Fark wird in der Mitte angegangen, ja. Mein Nicklif ist ja trotzdem wieder an zwei Fronten hier unterwegs. Vielleicht muss er erstmal vor seiner Base das Ganze verteidigen. Ja. Da liegt auch hier wieder gut im Vorteil hier gerade. Ja. Hat zwar in Eco-Gebäude, aber Nicklif dafür zwar aus, Nico, mehr. Ja, das macht er immer, er baut zwischen seine Innen-Eco aus, aber. Ja, ja, ist nicht unbedingt. Was jetzt so sinnvoll ist, wahrscheinlich eher nicht. Sollte keine Truppen dafür cutten, ja. Nee, Außen-Eco ist dann halt doch halb so teuer und genauso stark, von daher. Eben. Muss ich die schon mehr. Und die meistens auch am Anfang mehr bringt als in Eco von den Vorteilen, die sie gibt. Eben. Na, jetzt sollte die Formation, die bei den Haradern, bei einem Bad ist noch an. Mhm. Lieber noch ein Bad von hinten. Ja, das würde jetzt dann Angmar gewinnen. Ja, aber jetzt zieht sie ja zurück, von daher. Ja. Kein Problem und ist auch nicht ganz jetzt wieder. Naja. Ja, mal wieder ein bisschen draufschlagen. Ich bin die Faust Angmars. So, CP-technisch ist es 100 CP liegt Harad vorne. Ah, der Fight
Ich meine, der ist relativ viel, aber ein Spion ist dabei. Ja, ist natürlich trotzdem etwas besser für Angmar. Zwei sogar. Und eine Taverne. Zwei, ja. Taverne, mal gucken, ob wir Korsano dann vielleicht noch ein Custom hier auskommt. Ah, sollte sich mal langsam zurückziehen. Ein guter Niklas. Ja, aber es war auch oben am Troll und links noch am Creepen, weil sich dann drei Seiten unterwegs sind, vielleicht nur da in der Mitte ist. Ja. Das splittet echt noch gar nicht. Er ist hier sogar an vier Fronten unterwegs, wenn du mal schaust, seine Außen-Eco-Gebäude links von an. Da ist wohl ein Harad drin dran. Achso, und der Rest. Natürlich auch mächtig. Die nicht schlecht zum Nerven, können wir die auch zurückziehen, wenn noch irgendwie mit Ballerträgern regenerieren. Das braucht wahrscheinlich noch einen Moment, deswegen ist es echt gar nicht so schlecht. Einem Typen kann man immer gut nerven. So, jetzt kommen die Korsaren langsam raus. Jetzt eventuell turnen sie das Ganze hier noch. Ja, obwohl sie nicht so stark sind. Ja, und der eine Spion da rechts muss aufpassen, ist schon Stufe 5 und hat echt ein Leben nur noch. Und da stirbt er. Tot. Sehr schade, ist natürlich sehr wertvoll. Ja. Wo man erst den Turm der Illusion braucht, um die anderen Fähigkeiten einzusetzen. Ja. Zum Beispiel die Illusion, die aber sehr gut sind. Eben, aber ja klar, den Raub oder so ist natürlich auch nicht schlecht. Hat er jetzt beim anderen Spion auch, aber der stirbt auch gleich. Auch mit Level 5 gestorben, sehr schade. Ja, der kommt für alles, war es nicht besonders gut für Nicktiff, denke ich. Das stimmt. Gebäude verloren, auch Einheiten. Aber währenddessen ist er halt an mehreren Fronten unterwegs und viel Hype halt nicht. Ja. Schwierig, ja. Eben, er gewinnt den Kampf hier, aber die fast die komplette Map oder halt der Große auf jeden Fall gehört Nicktiff. Trolle geben viel Geld. Monster vielleicht bei Nicktiff. Ja, und da hat schon die fast volle Verbilligung. Manchmal sind da Bestienmeister und Halbtrolle verfügbar. Ja. Natürlich kann man immer machen, weil Trolle so, mit einer Nochwachsung und Bestienmeister. Eben, den Healer zu haben, kann man schon gut arbeiten. Aber natürlich auch schon pieken am Start, von da musst du da schon aufpassen. Ja. Ist dann da mehr am besten oder so mitschicken. Sehen wir auch eine defensive Oase. Weiß jetzt nicht, ob das so der allerbeste Kommt. Ja, weil er da glaube ich so 5 Bots sogar, die jetzt von der Regeneration profitieren. Ja, ja, gut, stimmt. 5 oder 6, von daher denke ich mal, ist es schon. Es ist okay eben. Eine schlechte Idee. Ja, und vielleicht hat er seine Base fast voll, das macht er echt immer sehr schnell. Hm. Aber der Cliff hat ja auch schon ein bisschen was gebaut. Jetzt kommen hier die Wölfe, doch tatsächlich Wolfszucht, also Wolfsreiter. Naja, für Wolfsreiter. Wir waren Bestienmeister. Ja. Wird direkt upgegradet. Genau, Bestienmeister kann man sich doch 3 holen und die dreimal upgraden. Die jetzt zur Stufe 1, 2 und 3. Und dann schalten die halt jeweils immer noch eine neue Fähigkeit frei. Einmal ein Heal und eine Führerschaft dann noch später leveln. Dann so eine Falle und dann später, dass sie so ein, ja, ein Nashorn, große Bestie, beschwören können. Ja, das ist natürlich sehr stark, dass sie eben alle auf demselben Level dann erscheinen, was man quasi nur einmal kaufen muss. Genau. Da lohnen sie die anderen sich dann auch sehr, wenn man die Dinger kauft. Genau, der Abgang geht nicht verloren und dann halt für alle besten Maße geholt. Jetzt hat aber echt kaum Pieken gegen die Wolfsreiter. Man kann einfach mal durchtrampeln, auch wenn er ein paar Wölfe verliert. Für die ganze Infanterie, die er killt. Ja, auf 3 Bats ist er dann echt durch, da muss er nicht weg. Man sind ja 5 Pieken, aber. Ja, mal dann verliert er halt eben. Und die regenerieren sich ja auch durch den Zuchtmeister außerhalb des Kampfes, von daher kann er das schon eingehen. Gut, jetzt kommt das nächste Piekenbot, das muss er aufpassen. Oh, oh, der rennt schon ganz gut rein. Aber jetzt kann er trotzdem die Schwerte gemacht, noch. Ja. Ja. Bestienmeister Slow natürlich auch, wenn sie den Speer werfen. Ja. Das machen sie hier auch. Das Knippert ist jetzt geslowt. Genau, machen nicht besonders viel Schaden. Aber, Moment, oh, Nicktiff geht echt darauf, die direkt hier schon 2 zu upgraden. Aber jetzt kommt auch ein Halbtor raus. Ja, der profitiert natürlich von der Führerschaft. So, aber langsam, aber sicher holt sich echt viele IP von der Map zurück. Ja, sie ist ein bisschen geturnt. Hat echt jetzt, glaube ich, die Oberhand sogar wieder. Ja. Ja, wenn er halt überlebt mit seiner vollen Base, dann zahlt er sich natürlich schon aus. Ja. Eben. Nico ist natürlich auch safe, das ist natürlich auch ein Vorteil.
Wenn man das nicht punisht dafür, dass er so viel Geld dafür ausgibt, dann ist das natürlich nicht schlecht. So, unten wird der Troll mit drei Piken gemacht. Oh, viele haben gar keine Piken da. Stimmt. Du hast eine Halbtroll. Ja, die eine laufen ein bisschen durch. Schwerter. Ja, man hat auch die Waage natürlich. Die beste Masse werden schon diesen Wagen begleitet. Und die nutzen jetzt auch gut rein, weil da keine Piken sind. Ja. Ja, der oh, ist Level 2 der Troll, dann kann er nochmal reinstampfen. So, jetzt. Ich glaube, ist jetzt ziemlich schlecht für Fehlhalber auf jeden Fall. Ja. Aber ist echt mit dem Troll mal zu den Kandum-Schwertern, ne? Ja. Ich glaube, er realisiert gar nicht, wie sehr er diesen Kampf gewinnen würde. Oh, schöne Falle hier. Das ja, oh ja, sehr schön, sehr schön. Kommt oh, jetzt ist da der Troll. Sehr jetzt, schön. Jetzt reintreten ist wäre echt der Move. Genau. Oh ja. Der Autotext, der hauen auch richtig rein. Level 3. Nicht schlecht. War ein sehr guter Kampf für Nick Cliff. Ja. Ja, keine Piken zu bauen, wo man da schon lange sieht, dass der Monster kommt, ist natürlich keine gute Idee von viel Hype. Eben. Das sollte es unbedingt machen. Mit kleinen Piken ist dann auch erstmal sicher, die sind natürlich ziemlich stark. Ja, gegen Harad sollte man eigentlich immer Piken bauen, weil man entweder es kommt Monster oder Reiter und gegen beide braucht man welche. Oh. Wahrscheinlich. Man kann ja auch auf Korsan sowas geben, aber meistens Helden vom Reiter oder Monster. Eben. Schon sehr beliebte Strategien. Ja, aber währenddessen hat er sich trotzdem hier viel ab und links den Troll geholt. Ist auch ein sehr großer Fan von Vorposten. Ich glaube, da kommt auch gleich einer, so wie er sich da hinstellt. Du warst schon eine Stufe 3 Halle des Königs, das heißt, er könnte sich jetzt den Garnisonsturm holen und dann Verbilligung für die Schattengarde mitnehmen. Allerdings ja. Denke ich, dass es in dem Fall nicht so gut ist, weil Monster ja schon noch ganz gut dagegen sind. Auch bestenfalls mit ihrem Slow. Ja, sind ja dann doch keine Piken. Eben. So, haben wir einen Turm der Illusionen? Ja, haben wir schon, genau. Ja, und er kriegt den Vorposten nicht schnell genug. Kommt Nick Cliff. Und Mourner Marth ist da. Wir haben auch schon Tier zur Stufe 3, das heißt, bestenfalls sind es Stufe 5. Haben jetzt drei Waren um sich herum und können jetzt eine wilde Bestie beschwören. Die dann ihre zweiten Fähigkeit auch zähmen. Ja. Die sind vor allem auch gut gegen Gebäude. Wenn er zum Beispiel benutzt, um das Tor anzureißen, wenn er da auf die Base gehen wollen würde. Eben, ja, jetzt haben sie auch eine richtig starke Führerschaft, nochmal mehr Rüstung und Schaden für die Monster. Ja. Natürlich auch extrem gut. Ja, dagegen gegen Monster und bestenfalls vor allem sollte man sich auf jeden Fall Bogenschützen holen. Ja. Vor allem kein Bogenschützen, da kann man die bestenfalls schön absnipen. Die kann man richtig gut aus. Die halten echt nicht viel aus. Ja, sollte man vielleicht die großen Bestien langsam beschwören, weil natürlich auch nicht schlecht, den Cooldown wieder bald abzuhaben. Oder in der Mitte ist eine beschworen worden, aber die ist noch nicht übernommen. Oh Gott, und die zerstört das eigene Totem. Hat anscheinend auch gut Schaden gefressen von dem Wagen oder so. Ja. Von dem Bestienmeister selbst. Ah ja, der Bestienmeister, jetzt rennt er wieder zurück, um seine Bestie einzufangen. Ja, bevor sie noch die Holzwerkstatt zerstört. Oh, und ja, schon gut Level eingenommen. Ah ja, okay, okay, aber dann kam es doch rechtzeitig. Ja. Aber hat es jetzt mal deaktiviert für eine Zeit lang? Weiß nicht, ob es jetzt keine Ressourcen mehr abgeben werden können. Ja, 10 Sekunden, glaube ich, ne? Ja. Genau, passt das wieder. War noch rechtzeitig. So. Und links, jetzt hat er wieder mal ein paar Piken zumindest geholt. Zwei Bats Khandum und ein Rudor-Bat. Die sehen so eco-mäßig aus. Ich glaube, da sind beide noch Level 1 mäßig unterwegs. Und unten verpasst und unten geht es jetzt zur Sache wahrscheinlich. Mhm. Schwierig abzuschätzen, wer das gewinnt, aber ich meine, er hat zwei Bats Khandum und auch Bannerträger. Ja. Zwei Bats Khandum Piken meine ich. Ich denke mal, der Kampf sollte besser für ihn sein, aber wenn guten Micro kann Nickliff da schon auch einiges rausholen. Ja, zum Beispiel die Falle. Ah, wir haben. Aber auch die Verräter. Oh, der muss die Bestie einnehmen. Er muss die Bestie mitnehmen. Das macht er nicht. Das ist selbst. Das muss man echt direkt. Ich mach's auch manchmal, dass ich sie aus Versehen setze und dann vergesse, dass ich sie auch direkt danach einnehmen muss. Das muss echt miteinander einherkommen, sonst, ja, jetzt hat er die auch noch gelevelt. Level 3 hier. Schade. Ja, wo er die Abtrünnung schon auch hätte besser einsetzen können, denke ich. Einfach so die Monster rein. Hinten rein, ja. Das wäre schon besser gewesen. Aber ja, so hat aber er immer auch noch was bekommen. Einmal hat er schon mal. So, jetzt der andere. Ich glaube, hat er hier noch einen Bestienmeister. Nornix sollte das nächste Nashorn vielleicht einnehmen. Und wie lange bekommt den Hund verpassen? Das sind ja auch nicht schlecht, ja, das 800. 800 weg. Das tut weh. Wir haben ihre Zahnverstärkung, für die sich Nickel entschieden hat, als Fell. Ist eigentlich immer solide dagegen. Damit kann man nichts falsch machen. Ja. In dem Fall wäre ich aber auch, glaube ich, größerer Fan von Skorpionentempel geworden. Weil da kann man, wie der Name sagt, Skorpione holen und die sind machen Flächenschaden.
werden durch Bogenschütze gekontert, wovon viel HP gar keiner hat. Hm. Und die können dann, wenn man da 2-3 hat, richtig rein nutzen im Nahkampf. Eben, und vor allem hat er die Monsterverbilligung. Genau, auch nochmal die profitieren natürlich auch von den besten Meisterbuffs. Und ich denke mal, Sword Wunder wäre in dem Fall besser gewesen. Aber er hat ja auch schon eine Tote platziert vor der Angmar Base. Da kann man sich zwischen drei Ritualen entscheiden: einmal Gift, Zwietracht und Tarnung und Geschwindigkeitsboost. Sollte jetzt auch machen, eins davon nehmen. Ja, nichts ausgewählt, aber kämpft da eh noch nicht gerade, von daher noch nicht so wild. Einmal, ich hoffe, er macht das jetzt, weil wenn die Angmar Meter durchzieht, wäre. Ja, aber zumindest sammelt er die schon mal, die Verstärkung. Ja. Die Bestien müssen echt aufpassen, die sind gut durch die Piken durchgelaufen. Die eine Bestie ist tot. Oh, er ist eigentlich gestorben. Troll ist auch, oh ja, Trolle auch beide tot. Oh, ja, ja. Ja, die sind echt ungünstig leider reingetrampelt. Durch die Fähigkeit von Khandoom oder was? Aber die war doch gar nicht in der Nähe von den Piken. Ja, also das hat mich auch gewundert. Eigentlich standen die drin ziemlich safe. Vielleicht durch die Fähigkeit, das kann sein. Das ist interessant, ja. Und jetzt hat er hier aber noch kein Ritual, ja, noch nichts ausgewählt. Ja, ja, oh nein. Irgendwas, schnell. Das Verwandeln von Mordzahnhaupting wird auch noch nicht eingesetzt, oder? Nee, das ist nicht verfügbar, aber jetzt geht er dahin. Aber das ist eben, jetzt würde ich mir auch aufsparen. Und jetzt vielleicht hier mitten rein, die Oase. Nee, das hat er leider daneben predicted, ja. Schade. Ja, wenn jetzt die anderen bewegen, muss man natürlich schauen. Hm. Ich habe immer noch kein Ritual ausgewählt. Das Ding steht noch, hat auch nicht vorher gehabt, das einzureißen. Aber ja, klar, die Base ist echt ein Bedrängnis hier. Ja. Und ich glaube, aktuell, wenn die Wolfshülle zerstört, eben, dann war es das für ihn. Ja, aber wenn er das Nashorn tötet, ist eigentlich nichts mehr, was so groß Schaden macht. Ja. Außer er tut sich echt gut darum. Genau. Aber der hat einen V-Posten, der sollte, glaube ich, am Leben bleiben. Ah ja, stimmt, hat er ja noch. Genau. Ja, okay, aber klar, trotzdem die Base. Das ist natürlich auf jeden Fall verteidigen, aber das kriegt er hin. Jetzt wird er langsam eingekesselt. Dann schauen wir. Durch die Piken sollte er eigentlich nicht mehr durchkommen. Aber die bewegen sich ein bisschen komisch. Ich glaube, die wollten den Kasil gar töten. Der ist auch ziemlich low gerade. Auf der Mauer. Und wieder unter. Mauer? Ja, jetzt ist er also, ja, am Tor gleich. Ja. Ja. Versucht uns zu entkommen. Von oben links verstecken. Von den Glyphen, nach Basal und sowas. Oh ja, hier ist auch Castanier. Ja, dann macht er echt Schaden gegen Mauern, das ist echt krass. Der gute Kasten hier. Ja. Achso, ja. Stimmt. Ja, spannender Kampf hier. Base steht. Gulse auch. Oh ja. Immer noch kein Ritual beim Totem, das triggert mich natürlich. Ja. Natürlich jetzt auch ein bisschen problematisch, dass er seine Halle des Königs verloren hat, die war natürlich Level 3. Das heißt, Khandoom kann das jetzt erstmal wieder abschminken. Das muss erstmal eh schauen, dass er hier Nikle von der Base wegbekommt. Ja. Er hat Gulsa, hat Monomath. Ein guter Helden natürlich. Könnte auch jetzt hier die Blut- und Eisenfähigkeit einsetzen. Guten Flächenschaden macht. Ja. War auch schon eine Balliste hier. Ja. Aus der Holzerstadt Stufe 2 sich gegönnt. Verwandelter Spion geht in Inneko. Das ist nochmal einfach nicht schon für Technologie in Inneko und. Sonst irgendwas? Ich glaube nicht. Ne, nur in Neko einmal. Sehr verspätet eingesetzt, die Sache. Ja, definitiv. Also die Level für deine Anleitung. Das ist noch eine schöne Falle. Und jetzt so ein schönes Gift-Totem, das wäre echt sehr stark. Ja, aber das leider holt er sich nach wie vor nicht. Er hat auch 8 Spellpunkte, gute, viel Hype. Aber ich glaube, er möchte echt auf die Trutzburg gehen. Das macht er auch gerne direkt runter, Rush auf den 10er. Ja, ist auch sinnvoll, dass er, wenn er seine Level 3 Kaserne verloren hat. Ja, dass er die sofort wieder bekommt. Wollte Level 3. Genau. Das ist echt krass, die Mauer ist jetzt hier weg. Ich glaube, das ist so ein Stück, was man auch nicht aufbauen kann. Ziemlich ja, problematisch. So. Dickte fast sich das Bündnis mit Mordor geholt, das Zentralspell. Beschwert man einen Mordor-Banner, was einen Tributkarren schickt, was die Gold generieren. Und mit dem Plündern-Spell, dieses Sklaven, kann man dann auch da reinschicken und dann kann man da Mordor-Verstärkung holen. Die stärker wird, je höher das gelevelt ist. Oh, die zieht einmal durch die Khandoom-Armee, aber die kommt hoffentlich durch zurück, ja. Es wäre wichtig, das Teil zu leveln. Salemi.
Ich bin wieder da! Boah, und da ist der Hut-Häuptling, genau. Weil es ja noch kein Mu macht, und damit ist er jetzt ziemlich stark. Müsste eben vielleicht mal Militär leveln. Aber an sich den schon mal zu leveln und für die Verbilligung ist das natürlich auch nicht schlecht. Ja. Neben hat er auch ganz gute Buffs und sowas. Ja. Wenn er levelt. Maschalen haben wir auch am Start, die kann man sich in der Zita holen, wenn man Sademir geholt hat. Das ist auch Elite-Infanterie. Genau. Mit der starken Fähigkeit zum Tarnen. Ja. Wenn er verbindlich durch die Handelsposten. Das ist auch nicht schlecht, wenn man auf so Elite-Einheiten gehen möchte. Noch 3000 schon wieder auf der Bank. Gute Nickliff. Ja. Links hat auch die beiden Mühlen gebufft mit seinen Sklaven. Auch sehr schön. Mhm. Wir haben jetzt auch hier das Händlerstraßen-Upgrade in der Holzwerkstatt. Dadurch laufen jetzt diese Sklaven von den Außensiedlungen zur Base und Level D. Die haben ja schon Mauern. Eben, jetzt gibt's hier wieder einen fetten Fight. Einige Helden am Start. Hat 10 Spellpunkte dadurch schon mal bekommen. Oh, der macht schon Schiss. Ja, der müsste mal die Blut- und Eisenfähigkeit anmachen. Die würde echt so viel hier abschlachten. Ja, und auch die Führerschaft, du kannst mal. Ja. Auf den Band machen. Einfach Fähigkeiten einsetzen. Bis jetzt hat er den Silberfunde so geholt. Ah, dunkles Mal, das Edikt hat er jetzt eingesetzt. Jetzt sind die Einheiten schon mal billiger. Oh ja, das gewinnt Angmar, glaube ich. Oh. Oder ist relativ ausgeglichen. Ja, ist auch gestorben. Ja. Ich glaube, Angmar levelt auch. Du bist besser seine Helden. Eben, ja. Da haben wir wieder ein Totem. Und der holt sich ja dieses Mal ein Ritual. Ja, der Häuptling hat er leider auch nicht mitgekämpft, er ist so ein bisschen. Hinten hat er gechillt. Oh, Mordermark steht da in den Helden. Muss aufpassen. Oh, der wird sterben. Oh, das hat weh. Schade. Ja, er zieht sich jetzt Nickliff zurück. Hat auch nur noch 500 CP. Die Mordermark-Stärkung vom Mordermark, ne? Ja. Das ist natürlich nur der Level 2 von daher. Kommt eine 2. Nur 2 bei Zogs, aber die haben auch Blink. Und da ist auch nicht schlecht. Der weiß das mit dem Ritual, glaube ich, echt nicht. Sonst würde er doch langsam eins auswählen. Das ist natürlich sehr schade, dass echt die Hälfte des Bills quasi flöten geht. Um rechts den Runen verpasst, sind ja auch schon geupgradet wurde mit der Kaserne und Türmen. Und da werden jetzt Runeinheiten geholt. Auch natürlich das hat. Trotzdem hat viel Hype ja auch gut was von der Map und auch schon 3 außen Eco und jetzt auch schon Bad Schattenritter. Turzmutter sich geholt. Ja, spannendes Spiel hier. Ja. Da ist schon die. Wo sind sie denn, die Ritter? Da unten eben. Die guten Schattenritter. Ja, man selber könnte auch Schattengarde sich eben vergünstigt holen. Hat den Garnisonsturm gebaut. Und die Hardware ist wieder gleich Stufe 3. Kannst jetzt mal gleich episch zeigen, wie die Mauern erscheinen. Den nächsten Slaven da ankommen. Ja. Genau, eben durch das Holzwerkstatt-Upgrade, eben der wird hier passiv. So, jetzt gibt's vielleicht noch XP. Ich hoffe, ich verpasse währenddessen nichts. Ansonsten gibst du mir aber Bescheid. Ja, wo wird ein bisschen gekämpft, aber nichts Wildes. Ja. Boah, Amdurster. Sehr mächtig. So, jetzt gleich fahren die dicken Mauern hoch. Zack. So, das ist die gute alte Radbase, so wie wir sie kennen. Ja. Mächtiger denn je. Das Mordor war da wieder in der Mitte eingerissen. Naja, konnte sich schon früher. Ich glaube, es sind Rüstungen. Nee, doch teilweise Rüstungen drauf, wenn auf Kandum. Ja. Aber ich weiß nicht, jetzt Nickel hat irgendwie echt keine Upgrades und sonst was, wo er sich die echt holen könnte, hat schon Holzwäscher Stufe 2 oder fast auch 3. Zumindest Planetary. Den Kampflimit hätte er erstmal nicht, denke ich. Nee. Oh, schöne Falle. Natürlich ein paar Helden am, du müsstest mal nach unten kommen. Da steht da oben schon ein bisschen. Da oben rum. Jetzt kommt da auch der Abturnige. Nach unten würde ich jetzt schon wegziehen. Ja. Nach oben oder irgendwo hin. Doma ist da auch schon Level 4 am Start. Ich muss zum Helden töten. Ja. Rüber an die Bestie. Ja. Immer die Bestie sind jetzt eher Levelfutter gegen diese Level 5 Pioniere da. Eben, ja. Deswegen kann Doom gucken, so Monster natürlich blöd. Ist der quasi gestorben?
Ne, Kastamir ist gestorben. Eieiei. Doch, wieder Schattengarde Level 3 gelevelt hier. Und der Karls ist da noch in Angmar-Mede. Ihre Zahnverstärkung, boah, wenn die da unten in den Klump ist, wenn das richtig reinpredicted, wo die hinlaufen. Oh, aber der Karls stirbt. Eieiei. Der war da drin, ne? Ja, das aber sieht aus. Der könnte jetzt richtig viel verwandeln. Ja, ein bisschen zwar hinten gesetzt, bisschen, aber immerhin. Ja, Leiter links, bekommen. Aber passt. Hat er schon rausbekommen. Ja. Sieht natürlich gar nicht mal so schlecht aus für einen, ne? Ja. Schon klingen. In ja, der hat echt kaum Armee, ne? Ja. Jetzt ein bisschen Ruhe halten, oben sind natürlich nicht schlecht, aber bräuchte jetzt unbedingt schnell Upgrades drauf. Eben, und den das Tech. Das ist irgendwie gar nicht da. Der Tech-Nachteil kann da auch nicht so schnell aufhören mit Harad, weil du natürlich nicht Upgrades so schnell durchrushen kannst durch die Spione. Und ja, aber benutzt es halt auch nicht. Er hat auch. Spionage. Ja. Das ist irgendwie einmal bloß das ganze Game. Ich glaube, es hätte den Zeitraum schon 4 bis 5 mal machen können. Eben. Das hat er leider ein bisschen versäumt. Ja. Ja, gleich für CP, aber eben deutlich schwächere Einheiten von der Rad. Ja. Vielleicht mit Helden. Vielleicht kann damit was raushauen. Ja. Wenn es mehr gegen Katuman hat mit Klingen. Die killen Helden schon auch schnell. Ja, natürlich. Und hochgelevelt hat er jetzt ja auch gar nicht mal so sehr. Hat es auch gerade irgendwie noch Kastamir und Kasi verloren, soll er mir sowieso schon. Aber das ist der Priester. Der Hohepriester aus Harun. Wir da ein paar nette Fähigkeiten. Ist ja das Konzept, dass er seine Seelen um sich hat und die dann opfert, um seine Fähigkeiten zu nutzen. Und die wieder aufladen kann, indem er verbündete Einheiten tötet. Ja. Kann bei Duomarth weg. Ah, das ist ein Bug. Mornamarth. Oder mit Mornamarth, ja. Genau, das ist ein Bug, wenn man das Edikt auf die Halle des Königs macht. Ja, das ist natürlich auch schon dann gefixt für die nächste Version. Ja. Ja, schauen wir mal, mit Amno und Hohepriester könnte er vielleicht, wenn er es gut einsetzt, da noch was rausholen. Vor allem das letzte Ritual, das Lichtritual vom Hohepriester, ist sehr mächtig, kostet zwar alle Seelen, aber stunt die ganze Armee und senkt auch darauf deren Lebenspunkte. Damit kann man schöne Sachen kombinieren. Ja. Eben Verderbnisritual, Feuerritual, ich glaube, das sind so vielleicht die Macher. Rituale, die er jetzt braucht. Ja, die Map ist natürlich wieder auch gut in viel Halbsenden. Ja. Schattengarde kommt. Ja, es gibt auch nicht so viel. Hat noch so ein paar Spiegel hinter den Schattenritter hinterher schicken können oder so. Macht er jetzt so ein bisschen damit, seiner Linken noch mehr, aber ich weiß nicht, irgendwie. So, das Schattenritter und die Wolfsratte da links, damit er ruhig vergeben sind. Ja, ich glaube, die 5 Pinker da schnell killen und dann sich hier den guten Häuptling snacken. Vielleicht macht's ihm Angst. Oder manchmal ist das echt so ein psychologischer Effekt, dass man davor wegrennt. Oh ne, er sieht's und ja, das ist keine gute Idee. Oh, rechts wird gekämpft. Ja. Rechts der Kampf ist sowieso auch was wichtiger. Der Priester steht da, wird nicht eingesetzt. Ach, nichts, leider. Oh, das Schildritual, das ist in dem Fall ist leider gar nicht so gut. Nee. Es gibt zwar starke Boni gegen Pfeile und auch gegen Magie-Schaden und Knockback und sowas alles, aber das ist in dem Fall jetzt alles nicht vorhanden eigentlich. Ja. Da. Das war keine gute Auswahl. Oh, meine Vater Morgana. Vater Morgana eingesetzt, ja. Ja, die hilft zumindest ein bisschen hier den Kampf noch oder den Push noch zu slowen, aber. Jetzt okay, jetzt ein Feuerritual. Oh, okay, das ist mächtig. Ja. Ich weiß gar nicht, jetzt macht prozentual wahrscheinlich extra Feuerschaden, oder wie wird das genau berechnet? Genau, die machen einfach Feuerschaden statt dem normalen Schaden und nochmal 20% mehr. Hm. Okay, sonst könnten jetzt die Vater Morgana einhalten, machen jetzt keinen Schaden damit. Das wäre natürlich ein Feature, aber nee, eben. Daran wurde gedacht. Aber ja, ich glaube, das sieht sehr gut aus für. Das ist echt ein starker Kampf, ja, Vater Morgana und das Feuerritual trotzdem. Ist ja trotzdem nicht keine schlechte Kombination. Oase vor der Morgana sieht man ja, werden Illusionen von den Einheiten erzeugt. Die machen keinen Schaden, aber tanken natürlich ein bisschen und wenn die sterben, dann lösen sich wieder Wolken auf und werfen Einheiten um. War sehr gut zum Verwirren. Allgemein wird auch wenn alle auch gedebufft. Wir haben wieder ein Totem oder Ritual leider. Ja. Oder wo stand es? War es hier gerade oben? Ja, ne? Naja, ja, zerstört von den Schatten. War zerstört, ja.
Ja, auch echt schade, das hat er sich richtig der Hexenkönig geholt, stirbt. Ja. Ist er da reingeritten? Ja, nicht geritten, aber stand davor drin. Durmaz auch, Level 9 fast gewesen. Das tut weh. Alter, jetzt verliert er hier echt Menge Helden und Einheiten. Weiß gar nicht, wo ist. Wie sieht's mit Amdur aus? Ah, da ist er noch. Dem geht's gut, ja. Aber es sind natürlich trotzdem noch ein paar starke Angriffe übrig. Aber ich glaube nicht, dass sie das gewinnen. Die ganzen Bats von Ruhn sind ja auch schon Level 5 oder viele. Wir sind unterwegs. Ich werde euch zermalmen. Die nur als CP-Technik 700 für Harad, 500 für Angmar. Hat sich echt wieder gut geturnt durch den Fight. Sieht man, was Spells so ausmachen können. Und auch der Rundpriester hat sich da echt bewiesen. So, diese ganzen Einheiten würde ich echt mal stehen lassen, weil so viele gelevelte Bataillone sind. Da lohnt es sich richtig, die wieder zu regenerieren. Ich glaube, Kairo scheint kurz gerade weg zu sein. Aber das macht nichts. Avalda jetzt da. Würde ich mir nicht unbedingt holen. Wenn ich jetzt eh schon so viel auf Khantum gegangen bin und ja, kann natürlich hier Gebäude gut einreißen mit der Fähigkeit, aber die anderen Buffs, die bringen einem nicht sonderlich viel für Khantum. Hohenpriester steht noch. Dann wieder neue Bestienmeister gemacht. Die lohnen sich eben immer, wenn man die halt hochgekauft hat, wie schon erwähnt. Jetzt kann er wieder die große Bestie beschwören. Muss ich echt mal schauen, dass jetzt links sich was von der Map zurückholt. Das gehört noch alles Angmar. Und auch rechts gehört immer noch vieles Angmar. War zwar ein guter Kampf, aber immer können wir jetzt die Armee wieder nachbauen mit der Eco, die er hat. Zwischen alle Eco-Gebäude Level 3. Innenbase Level 3 immerhin für Nickcliff, aber außen Eco Level 1 und hat auch kaum was. Kranreiter wurden hier eingesetzt, aber. Na gut, ich weiß gar nicht, so viele Piken sind da gar nicht. Da könnt ihr echt mal richtig reinhauen. Helden chasen oder die Schattengarde töten. Okay, ich dachte irgendwie, dass er noch ein paar Piken gehabt hätte, aber natürlich. Da ist ein sauguter Jus, hinten stehen welche. Ah, da darf er nicht durch. Eine Staubwolke, die leider ins Nichts gesetzt wurde. Bisschen schade. Die ist sehr gut für den Kampf, um dem Gegner die Sicht weiterzunehmen. Moin. Moin, da bist du. So, wie sieht's aus? Ja, natürlich, der Kampf hat gut geturnt für Nickcliff, aber hat immer noch nicht so viel von der Map. Der hätte mal sich links ein bisschen was holen sollen. Oh ja, ein bisschen greift er jetzt an, ne? Hat auch Rüstung ja, jetzt. Bisschen, ja, hat leider eine Staubwolke ins Nichts gehauen, aber Kranreiter gerade geholt, die ja auch so semi was aufgeräumt haben. Da hat er gerade nicht viel Piken gehabt, aber gegen Rüstung macht es dann doch nicht so viel Schaden. Oh, es hat den Fall immer gut geturnt. Zwischendurch sah seine Armee deutlich schlechter aus, aber. Ja, ja, der eine Kampf, da war echt entscheidend. Ja. Oh, der Bestienmeister hat mal wieder einen dicken beschwört, aber jetzt nimmt er ihn ein. Sehr gut. Und der Fokus auch mit dem Außen-Eco-Gebäude den Bestienmeister raus. Das heißt, wenn er jetzt am nächsten Gebäude vielleicht nochmal sich hinstellt, muss er aufpassen. Oh, Eisgeschosse aufgrund der Todesburg, verschießen genau. Alle Türme. Eispfeile. Genau, das. Stirbt hier bestimmt irgendwo, oder genau in der Passive. Ja, aber jetzt hat er natürlich trotzdem wieder viel von der Armee sich wieder geholt, vor allem weil er die ganze Zeit die Map hatte mit der 3er Eco innen und außen. Und der Eco-Vorteil, der macht sie dann doch bezahlt. Ja, zu den Runenpriester noch. Ich glaube nicht mehr viel Seelen, da müsste man wieder so ein Opferritual machen. Oder religiöses Ritual, wie er gesagt. Also sag mir, wen muss ich töten? Das ist die Belagerungstrolle. Aber hat Upgrades inzwischen auch auf seinen Truppen. Hat zwar nicht so viele, aber immerhin etwas. Und hat er noch Helden? Level 5 Amdur.
Thomas steht wieder mitten in der Armee. Ist tot. Havalda ist, glaube ich, gerade gestorben, so wie ich das richtig gehört habe. Und rechts wurde das Mordabanner. Die Verstärkung gesammelt, ohne Sau ins Mund, aber der Rest ist da und die Truppen können natürlich auch einiges machen. Boah, der Zehner von der Rat gegen Truppen. Ist nicht so gut, macht keinen Schaden, macht nur Gebäudeschaden, aber wirbelt die gegnerischen Einheiten umher. Von daher, ja, hat schon Impact, aber lieber gegen Gebäude einzusetzen. Oh, hier unten währenddessen große Bestien, der Bestienmeister, krallen sich den Vorposten. So. Ja, da geht's ja richtig ab, ja. Da geht's richtig ab, ja. Der Tornado leider, weiß nicht, für den News bin ich nicht ganz so überzeugt, aber der Rest war echt gut für Nick Liff. Jetzt wurde ja, der Tornado ist halt gegen Gebäude. Genau, natürlich wirbelt ein bisschen Einheiten umher, aber ja, kein Schaden. Jetzt sind die Verräter wieder gesammelt. Wurde, wenn ich das richtig gesehen habe, oder waren es neue? Irgendwas wurde gerade beschworen. Der General Zahntote natürlich ohne Ritual. Versteht. Oh Gott, Vorposten rechts. Der Runenpriester muss aufpassen. Oh. Sterben. Ja, da steht's. Der Runenpriester kommt weg. Eine Oase und der Vorposten wird wieder aufgebaut. Ja, wenn jetzt seine Eco langsam wieder ins Rollen kriegt. Außen die Map einnimmt. Und Spione mal wieder bauen würde und halt Technologien stehen würde, würde es gar nicht so schlecht für den Cliff aussehen. Ja. Das hat das Game leider nicht besonders gut gemacht mit den Technologien stehen. Was hat er jetzt in Eco 2, aber immer noch beim Militär und außen Eco? Ja. Auch immer noch nicht. Also echt 2, jetzt hätte er schon alle 6 haben können. 2 von 6 hat er erst leider. Ja, jetzt kommt ein Spion. Ja, wenn man einfach Rechtsklick auf Kunst der Spionage macht, dann wird der nächste einfach automatisch verwandelt. Der nächste Spion. Und das ist gar nicht mal so schlecht, vor allem weil Rat eh schon so microintensiv ist. Ja, das ist echt praktisch. Man muss auch immer seinem Rücken nochmal das religiöse Ritual machen, um das Visier wieder aufzuladen. Hm. Das Level ist Amdur. Ja, das Level 6 auch. Bald 7, ist ja auch gut. Wo steht der denn da gut? Großer Ost, den kann man doch eigentlich nicht übersehen. Ach, da genau in der Mitte. Beastmaster. Ja. Genau, fast Level 7. Eben, da kriegt er nochmal so einen Blutrausch. Nochmal gut, um gegen zu healen. Angwart auch inzwischen wieder 10. Spellpunkte. Oh. Aber er kann sich nur. Oh doch, kann er, er hat die Trolle. Das heißt, er könnte jetzt die Lawine sich holen. Und damit versuchen wir die Base einzureißen. Ja. Weil er hat schon die stärkere Armee wieder. Aber Fata Morgana ist wieder da. Und die wird auch direkt eingesetzt. Weil Zahnverstärkung kommt. Natürlich ganz gut mit dem Slow jetzt. Und wie wird's eingesetzt? Oh, oh, irgendwie da links so, ich weiß nicht. Das könnte man schon mal, ja, so da links. Links am Rand. Ich würde ja, das kann man schon in die Armee reinhauen und nicht irgendwie daneben. Ja. Jetzt, wo die Bonusschütze nochmal reingestellt haben, wäre es noch besser, wegen der Wolke. Ja. Aber ich denke, mit der Fata Morgana sollte das natürlich halt nicht kämpfen. Nee, echt nicht. Da ist schon auch ein Hexenkönig wieder um Hilfe schreien. Da ja, ist er tot. Da ist er tot. Also, er verliert echt eine Menge Helden. Domarf war ja schon gut gelevelt, aber ist auch ein paar Mal schon gestorben. Ja. Ja, eben, hier ist Ding schließt Feuerpfeil, er kriegt es jetzt down in Rundverposten, aber wird halt surrounded von diesen ganzen Fata Morganern halt, die Knockbacken, wenn man sie tötet. Amdur hat auch seine 7 Namen gemacht. Ja, man erkennt auch gar nicht mehr so viel, weil die ganze Zeit diese Lieder in die Wolken fliegen, aber. Das ist halt der Sinn davon. Eben. Da ist Amdur, ja, eben. Knallt gut durch. Oh, er jetzt kommt er, wie du ihn dir gewünscht hast. Er hat noch die volle Verbilligung und da holt er sich für 48. Ja. Die sind echt stark im Nahkampf. Da ist Domarf wieder am Start. 12 Spellpunkte hier bei Amba. Ganz viele Trolle, die zur Base laufen.
Oh ja. Besser Sneaky in Push. Das hat er auch schon öfter gegen mich gemacht. Der gute Feel hat, dass er da einfach mit Rahmen versucht, in die Base zu rennen. Ja, aber er hat eine Falle hin und die Falle wirkt wahrscheinlich gegen Trolle. Ich glaube, die sind da schon vorbeigerannt. Ja, eben. Das kann gut sein. Und die werden aber gekillt, bevor die sich verwandeln können. Auch in Rahmen. Und selbst Rahmen nehmen auch inzwischen ganz guten Feuerfallschaden. Ja. Und daher hätte er wahrscheinlich damit auch nichts hingekriegt. Ja, das hat er viel geschlagen. Hat er auch nicht rechtzeitig geguckt, um ihn zu verwandeln. Er muss echt mal gucken. Aber wir haben schon 10 Schatten gerade übrigens. Ja, tatsächlich. Ander Level 5. Ja, der hat gut gelevelt. Den mal kurz stehen lässt und wieder der seine ganzen vollen 5 hat. Knallt hier richtig rein. Sturm auf gegen einen Skorpion. Darum, dass sie die von viel hat. Von viel Hype. Krass. Ja, also mit dem Fata Morgana Justus hat das echt immer geturnt. Da sollte man nie gegen kämpfen. Eben, das hat er gut gemacht. Nicht schlecht. Ja, sehr schönes Spiel, sehr spannend. Schönes Hin und Her. Eben, bis zum Schluss. Beide sehr gut gespielt. Ja. 40 Minuten, ja. Nur auf die Map in beiden Händen, sag ich mal. Um Hin und Her. Ja. Und das sagt der Graf auch aus. Gut, ist oft geturnt. Ja, dann war's das schon wieder. Würde ich sagen. Jo, rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.